Hallo und herzlich willkommen zu. Wir pausieren das Spiel an diesem Montag. Ja, haltet inne in eurer Arbeit. Macht euch eine Pause. Nehmt euch eine Pause. Guckt 10 bis 15 Minuten Neverwinter Nights 2 und ihr werdet so glücklich auf der Arbeit sein. Wie noch nie. So glücklich wie ich mit meinem koffeinhaltigen Kaltgetränk. Ich muss ja irgendwie die Uhr noch am Laufen halten. So, wir haben das letzte Mal, sind wir hier in dieser wunderbaren Höhle neben einem Skelett erwacht. Am Boden gebunden mit einem Bindezauber. Irgendwie, das Mikrofon verändert auch immer seine Höhe. Oder ich bin plötzlich 10 cm gewachsen. Das ist natürlich auch logisch bei meinem Alter. Alles kein Ding. Alles schon mal da gewesen. Kann ich mit dem sprechen? Jetzt schon? Ja! Ja, nein. Wir sollten aufbrechen. Ja, je länger wir hierbleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Geister uns finden. Wo wir gerade davon reden. Wovon haben wir denn gerade gesprochen? Eigentlich von nichts. Episch, oder? Gut, dann gehen wir nochmal ganz episch nach da oben. Sehen uns um. Apropos umsehen, wir untersuchen uns mal. Ach, wir sind herausfordernd. Gut, kämpfen wir also nie gegen uns selbst. RK erhöht, Geschicklichkeit gesteigert, Schadensresistenz. Was haben wir eigentlich noch? Hier ist einiges komisch. Na, wie sieht's aus? Gottheit Au, Verhalten. Irgendwas ist angeblich gesenkt, aber das ist hier nicht vorhanden. Angeblich ist unsere... Wir sind geschwächt. Und das bedeutet bitte was? Wir wissen es nicht. Gut. Wir sind schwach. Wir sind ein Nichts. Wir sind ein Niemand. Oh. Herrin, ich höre, dass sich etwas bewegt in den Höhlen da vorne. Vielleicht sind es Ipsit und Sefi. Warum haben hier alle so komische Namen? Nein, Kaji. Ich habe sie auf die Suche nach Liena geschickt. Wie Mutter es verlangte, sie können nicht so schnell aus der Stadt zurückgekehrt sein. Blablabla. Um einen Sprachkurs zu machen, das geht nicht. Euer Freund verfügt über eine ausgezeichnete Wahrnehmung. Ich habe nichts gehört. Was ist das für ein kleines Monster? Ich bin total... Oh, sie steht ganz schön gefährlich da, oder? Ich meine, sie könnte gleich leicht abstürzen. Na? Sie steht mit einem Bein schon auf so einem Abgrund-Dingsbums. Naja. Euer Freund verfügt über eine ausgezeichnete Wahrnehmung. Ich meine, wir sind mit einem halben Zoo um die Welt. Naja, nicht um die Welt, an der Schwertküste entlang gereist. Da wird uns so ein kleines Homunculus nicht stören. Ich ebenso wenig. In der Grabstätte herrschte absolute Stille, als wir hinabgestiegen sind. Wie war das mit eurer Mutter? Ihr habt sie zuvor nicht erwähnt. Was hat sie damit zu tun? Ah, Madre, Madre. Ganz recht, wir reden später von ihr, wenn es sein muss. Okay, wer ist die kleine Kreatur, eure Vertraute? Kaji, das ist Swings. Swings, das ist Kaji. Kaji ist ein Freund, loyal, klug und ausnehmend charmant. Auf seine eigene Art. Freund, ihr meint wohl Sklave. Ja, es scheint euch viel zu bedeuten. Ein Schussgewinn. Plus 6. Ja. Ich glaube, in... hier war das schon ein bisschen ausgefeilter, oder? Kann das sein mit dem Einfluss? Ich formte seinen Körper aus Zweigen und Ton. Ich schenkte ihm Leben und lehrte ihn zu sprechen. Seine Wortwahl ist zwar eigenwillig, aber sehr liebenswert. Wenn man seine Freunde aus dem Nichts erschafft, kann man ihnen vertrauen. Das Nichts? Du vertraust dem Nichts? Frag mal die Templer, was die dazu sagen. Wir sollten weiter. Die Grabstätte mag aus Erde und Stein sein, aber sie ist wach und aufmerksam. Wie Kaji. Oder wir. Okay, das ist sehr vertrauens... Hallo? Yeah, ein Erdbeben. Unter die Tische! Unter die Tische! Hallo? Haben die gerade geblinkt? Huch! So viel dazu nicht aufzufallen. Die Erdgeister sind erwacht. Haltet euch bereit!
Okay, wo ist unser Schnellzaubermenü? Ich hatte die Befürchtung, dass wir in einen Kampf geraten würden. Deshalb habe ich euch ein paar Waffen mitgebracht. Möglicherweise können gewöhnliche Schwerter und Pfeile diesen Geistern nichts anhaben. Ich habe meinen Ranzen des Zauberers und eine magische Essenz. Ihr könnt den Ranzen und die Essenz verwenden, um eine Waffe zu verzaubern. Dafür haben wir genug Zeit. Wir werden gerade angegriffen, aber hey. Sodass sie alle bis auf die stärksten Geister vernichten kann. Mhm. Herzlich willkommen im Crafting-Menü. Okay, gut. Das werden wir uns natürlich gleich mal angucken. Oh, ich finde das, Stunde 17. Das finde ich sehr schön mit der Zeit. Im Schnellzaubermenü haben wir so einiges. Okay. Gepäck. Kistrets Umhang. Oh, den haben wir noch. Das ist schön. Den werden wir auch gleich anziehen. Und wir haben sonst auch noch fast alles bis auf... Unser Silberschwert ist weg. Wer hätte es gedacht? Gut, Ja. Oh, das Spiel ist pausiert. Heilungstränke. Könnten wir eventuell auch noch gebrauchen, würde ich sagen. Ne, wir lassen hier mal zwei. Leichte Armbrust. Wir haben jetzt hier so einiges. Ein Kurzschwert und einen Kompositbogen, den wir nicht benutzen können. Dann haben wir noch eine strahlende Wasseressenz. Wir werden gleich sehen, was man damit machen kann. Diesen komischen Ranzen. Oh, ich glaube, wir konnten das ja alles gar nicht anwenden, oder? Zu folgen. Ja. Ja. Den Ranzen des Zauberers. Wir werden gleich sehen. Eventuell haben wir ja alles, was wir brauchen können. Bolzen, leichte Armbrust, Pfeile. Nehmen wir mal das da an uns. Den Rest können sie behalten. Ja. Wir können sowohl das Kurzschwert als auch die leichte Armbrust verwenden. Und wir können gleich auch die Wasseressenz verwenden, um Folgendes zu tun. Und zwar kann man damit Gegenstände verzaubern, egal welche. Je nachdem, ob man jetzt eine Verteidigung oder ich weiß nicht was kombiniert mit einem Gegenstand. Ach Quatsch, zum Beispiel wenn man jetzt eine Armschiene verzaubert mit der Wasseressenz, kommt was anderes bei raus. Okay, ein Tadel. Diese. Mit dem Alembik des Wandlers könnt ihr acht. Man findet immer zum Beispiel nur Wasseressenzen oder schwache Wasseressenzen. Und wenn man davon so und so viele kombiniert, kriegt man eine höherwertige Essenz heraus. Bis zu tadellosen, glaube ich. Zwei strahlende Wasseressenzen können in eine strahlende Wasseressenz umgewandelt werden. Zwei strahlende Wasseressenzen können in eine strahlende Wasseressenz umgewandelt werden. Was macht das für einen Sinn? Zwei gleichwertige in einen gleichwertigen. Das ist doch totale Verschwendung. Ich würde sagen, das ist ein Übersetzungsfehler. Strahlende Wasseressenzen eignen sich auch zur Verzauberung. Wenn ihr einen Gegenstand verzaubern möchtet, legt ihn mit mindestens einer strahlenden Wasseressenz in den Ranzen des Zauberers und wirkt dann den erforderlichen Zauber. Setzt bis zu vier strahlende Wasseressenzen ein, um mächtigere Verzauberungen zu erreichen. Jeder Gegenstand kann Verzauberung von bis zu drei Gegenstandseigenschaften haben. Vier, wenn die Stufe des Zauberbürgers episch ist. Schade. Da fehlen noch 10 Stufen. Nee, sogar noch mehr, oder? Ja, da fehlen 13 Stufen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Naja, aber ich meine, sie könnte es eventuell schaffen. Wird ein Gegenstand mit einer bereits vorhandenen Eigenschaft verzaubert, wird diese Eigenschaft ersetzt, unabhängig davon, ob die neue Eigenschaft besser oder schlechter als die vorhandene ist. Die benötigte Zauberstufe hängt von der Zahl der verwendeten Essenzen ab. Gut, eine strahlende Zauberstufe 12. Ich weiß nicht, welche Zauberstufe wir haben. Befürchte Schlimmes. Standardrezepte. Waffen und Rüstungen herstellen. Eine Eiswaffe zum Beispiel. Dazu bräuchten wir Eissturm. Den, glaube ich, nur sie hat gerade. Hier entlang. Ja, hat sie. Ja. Okay, dann kriegt sie das Zeug mal zurück. Dann ist sie jetzt fürs Crafting zuständig. Bitteschön. Dann machen wir uns eine Eiswaffe, würde ich sagen. Ja. Obwohl es natürlich ein bisschen besser wäre zum Zaubern. Aber hey, gut, wir führen das jetzt mal vor. Wir haben hier den Ranzen des Zauberers, den öffnen wir. Legen das Schwert, das wir nicht benutzen können, hinein. Und das ist ja für die Verzauberung egal. Dann machen wir das Ding zu. Ich habe das doch jetzt in den Ranzen des Zauberers. Ja. Und wirken. Warte mal, wir können noch kurz lesen, was bei den anderen Sachen ist. Rüstung, Regeneration. Das ist natürlich episch, aber ich glaube, das haben wir schon.
Moment. Ja. Rüstung des Arkanbetrügers. Ne, haben wir noch nicht. Gut. Vielleicht machen wir auch lieber... Ach nee, aber wir sollten ja eine Waffe verzaubern. Wir sind jetzt mal nicht so gierig. Ja. Und wenden uns dem zu, was man von uns will. Na cool. Das kommen wir später noch. Ach, jetzt komm. Come on. So, Eissturm. Haben wir gerade zufälligerweise einmal. Jetzt bitte keinen Zauberpatzer. Handwerk gelungen. Jetzt können wir das Ganze umbenennen. Wir nennen es Eisbeißer plus 3. Weil wir epische Namen vergeben wollen. Jetzt haben wir hier den Eisbeißer. Ist das nicht cool? Und den kriegt sie jetzt gleich mal. Und damit hätten wir unser erstes Mini-Tutorial abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns mal gleich in den nächsten Kampf. Oder gab es hier noch was zu entdecken? Shortcuts. War das Y? Ja. Gut. Da sind wir hergekommen. Da wollen wir nicht nochmal hin. Dann gehen wir mal hier in diese Ecke. Stürzen uns kurz in einen Kampf. Und wenn wir diesen hinter uns gebracht haben. Hallo? Yeah, Erdgeister. Herzlichen Glückwunsch. Wir hätten hier unser Lieblingszauber. Er ist noch da. Er ist uns noch treu. Er ist nützlich wie eh und je. Ich liebe ihn. Die Musik ist auch cool. Flüchtige Feueressenz. Warum lässt ein Wächter, der aus Erde besteht, flüchtige Feueressenz übrig? Fragt ihr euch das auch? Dann wartet auf die Antwort. Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch was. Wir sehen uns wieder. Gehabt euch wohl. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, immer immer einen Abschiedsspruch parat haben. Das ist wichtig. Weil sonst kommt ihr in Verlegenheit, so wie ich. Ständig.